Zweitens die wichtigen Arbeiten des Klimaschutzberichtes, der wissenschaftlichen Erkenntnisse also, sind hier nicht nur gewürdigt worden, sondern auch anerkannt worden als Grundlage. Und wir sind uns einig, dass es langfristige Reduktionsziele geben muss. Und wir sind uns auch einig, dass die Festlegungen, die die Europäische Union, Kanada und Japan bereits getroffen haben, nämlich dass bis zur Mitte des Jahrhunderts 50% der CO2-Emissionen eingespart werden müssen, dass dies ernsthaft betrachtet werden muss und dass niemand hier mehr diesen Betrachtungen die Grundlage abspricht. Folgt, dass die Kooperation mit Japan als dem nächsten G8-Präsidentschaft. Wir haben heute das Treffen erst einmal mit den afrikanischen Vertretern gehabt. Hier ist sehr klar geworden, dass wir natürlich in einer großen Verpflichtung sind, die Millenniumsziele einzuhalten. Die Phasen sind hier eher 2010, 2015. Wir haben im Umfeld dieses Gipfels und hier auch nochmal in den Abschlussdokumenten fixiert, nochmal eine zusätzliche Kraftanstrengung gemacht, was die Bekämpfung von AIDS und anderen Infektionskrankheiten anbelangt. Da gab es eine amerikanische Initiative, der sich viele Länder jetzt angeschlossen haben, sodass wir sagen können, dass wir in den nächsten Jahren 60 Milliarden Dollar hier zusätzlich mobilisieren können. Angelegt, das ist jetzt mal 2 Jahre und dann lernen wir daraus, auf Dauerhaftigkeit angelegt.